Im Teil 2 der Straßenbahnen im Trabiland finden Sie Aufnahmen der Betriebe in Görlitz, Dresden mit der Lockwitztalbahn, Leipzig und Karl-Marx-Stadt, das heute wieder Chemnitz heißt. Mitte der 70er Jahre, als Henk Ontrop aus Holland diese Aufnahmen machte, gab es nur zwei Straßenbahnlinien in Görlitz. Der Wagenpark gab einen guten Überblick über die nach dem Krieg in der DDR neu gebauten Zweiachser. Es waren aber auch noch Triebwagen im Einsatz, die in den 20er Jahren von der ortsansässigen Waggon- und Maschinenbau AG gebaut wurden. Den Besuch in Görlitz beginnen wir bei der Linie 2 an der Landeskrone. Dieses Wahrzeichen von Görlitz liegt 420 Meter über dem Meeresspiegel und überragt die Stadt um etwa 200 Meter. Wumak-Triebwagen 35 von 1928 wendet mit einem Reko-Beiwagen über das 1965 gebaute Gleisdreieck. Triebwagen 35 war bis Dezember 1978 als letzter Vorkriegstriebwagen im Einsatz. Die drei Lowa-Triebwagen von 1956 überlebten ihn nur um 3 Jahre und fuhren bis 1980 im Liniendienst. Die am Bahnhof beginnende Berliner Straße ist heute eine Fußgängerzone. Von hier bis über den Demjani-Platz nutzen beide Linien diesen Streckenabschnitt. Thank you.
In Weinhübel hatte die Linie 1 bis 1982 eine Kuppelendstelle. Unser Besuch in Görlitz endet am Bahnhof. Und 1963 entstanden diese Aufnahmen von Dresden, die immer noch schwere Zerstörungen durch den sinnlosen Bombenangriff im Februar 1944 zeigen. Am Postplatz trafen sich 1975 viele der 16 Stamm- und 3 Einsatzlinien. Auch der Zwinger, das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt, ist von hier aus zu sehen. Thank you.
Als diese Aufnahmen entstanden, hatten Tatra-Wagen bereits alle Vorkriegsfahrzeuge aus dem Stadtnetz mit einer Spurweite von 1450 mm verdrängt. Bis 1977 kamen 476 Trieb- und 212 Beiwagen der Typen T4D und B4D nach Dresden. Am 1. Mai wurde der Straßenbahnverkehr auf einer der Hauptachsen, der Ernst-Thälmann-Straße, für einige Stunden stillgelegt. Pirnaischer Platz. Der erste Gotha-Beiwagen hinter dem Lowa-Triebwagen hat noch die originalen Zierleisten. Am Georgplatz wird unser Kameramann von einem Arbeitswagen überrascht. Linie 1 in der Waldstraße am Postplatz. Die Pioniereisenbahn sollte schon frühzeitig Eisenbahnernachwuchs ausbilden.
Am Fudzsikplatz sehen wir einen Jelschke-Lenkbus aus polnischer Produktion. Vor dem Bahnhof in Niedersedlitz endete früher auch die meterspurige Lokwitztalbahn. ...1948 entstand seitlich vom Bahnhof eine Kopframpe, um die schmalspurigen Fahrzeuge auf Transportwagen der Stadtspur verladen zu können. Auch die aus Erfurt übernommenen 8 Triebwagen wurden hier übergeben, nachdem sie in der Hauptwerkstatt Drachenberger umgebaut worden waren. Umgesetzt wurde noch vor der Reichsbahnunterführung. Dann wurde der Zug rückwärts in die Haltestelle an der Stirnseite des Bahnhofes gedrückt. Am Plan in Lockwitz sehen wir einen der für das Dresdner Stadtnetz in Werdau aufgebauten Beiwagen, von denen 8 ab 1970 für die Lockwitztalbahn umgespurt wurden. In der Dorfstraße noch einmal der für die letzten Betriebsjahre typische Zug aus einem Erfurter Triebwagen und einem Dresdner Aufbaubeiwagen. Nachdem die Hummelmühle passiert war, ging es weiter durch das idyllische Tal des Lockwitzbaches. Thank you.
In Kreischa endete die Fahrt gegenüber dem kleinen Betriebshof der Bahn. Der Zug fuhr über die legendäre Dreiwegweiche in die Halle. Ein zweiter Triebwagen übernahm den Beiwagen, dann konnte es nach Niedersedlitz zurückgehen. Auch Sonderfahrten für Straßenbahnfreunde wurden durchgeführt. Die letzte Fahrt am 18. Oktober 1977 fand unter großer Anteilnahme der Bevölkerung statt. Alle Arbeits- und Beiwagen wurden schnell verschrottet. Leider auch dieser historische Beiwagen 9. Kehren wir auf das Stadtnetz zurück. Am Hauptbahnhof treffen wir noch einmal polnische Jelcz-Busse, als Gelenkbus oder mit Anhänger. Mit der Linie 4 fahren wir nach Pillnitz. Unweit der Endschleife kann man die Elbe mit einer Fähre überqueren.
Die legendären Hechtwagen gab es leider nur noch als Museumsfahrzeuge. Jetzt folgen wir der Linie 4 nach Weinböhler. Hier kreuzen wir die Schmalspurbahn Radebeul-Radeburg. Bis 1974 gab es in Dresden einen Obusbetrieb. Auch ein interessanter Sattelschlepper mit H6-Zugmaschine kam zum Einsatz. Auch in Leipzig gibt es zunächst einen kurzen Rückblick auf die 60er Jahre. Musik
1968 begann die Lieferung der vierachsigen Tatra T4D, die schrittweise die Altbaufahrzeuge ersetzten. Mitte der 70er Jahre gab es in Leipzig 20 Straßenbahnlinien. Beginnen wir in Dölitz, wo die Linien 22 und 24 vor dem Depot enden. Am Konnewitzer Kreuz treffen wir einen Zug der Sonderlinie 34. Auch auf der Linie 10, hier am Konnewitzer Kreuz, waren noch Pullman-Triebwagen im Einsatz. Am Hauptbahnhof vorbei geht es über den Karl-Marx-Platz zurück. Am Hauptbahnhof herrschte stets ein reges Verkehrsaufkommen. (1976) und 1977 kamen insgesamt 8 Kurzgelenktriebwagen KT4D nach Leipzig, die in 3 verschiedenen Farbvarianten geliefert wurden. Hier ein Zug in den Stadtfarben Blau-Creme.
Ursprünglich hatte man die Gleise der ersten Pferdebahn in Regelspur verlegt. Ein viel zu schwach dimensionierter Oberbau führte bald zu einer Spurverbreiterung auf bis zu 1460 mm. Um aufwendige Gleisreparaturen zu vermeiden, stellte man die Radsätze der Wagen auf 1458 mm ein und führte auch neue Strecken mit dieser Spur weiter aus. Dabei ist es bis heute geblieben. Die Fußgängerbrücke am Friedrich-Engels-Platz ermöglichte einen guten Überblick über den viergleisigen Haltestellenbereich. Im Zentrum der Messestadt, rund um das Rathaus, war immer viel Trubel. Ein Einsatzzug, der noch komplett aus Pullmannwagen besteht, verlässt die Endschleife in Moisdorf. Von Moisdorf fährt auch die Linie 15 in Richtung Völkerschlachtdenkmal. Das sehr monumentale Bauwerk wurde 1913 fertiggestellt. Es ist 91 Meter hoch und bietet von der Aussichtsplattform einen schönen Blick auf die Stadt. Im Berufsverkehr fuhr die Linie 10 noch mit Pullmann-Triebwagen, die mit Loverbeiwagen behangen waren.
Zur Zeit der Aufnahmen hieß die Stadt Karl-Marx-Stadt. Nach der politischen Wende hatte sie 1990 ihren ursprünglichen Namen Chemnitz zurückerhalten. Eine Besonderheit war das Mitte der 70er Jahre noch vorhandene umfangreiche Schmalspurbahnnetz, das schrittweise durch ein regelspuriges Netz oder durch Busse ersetzt wurde. Bilder von 1963 zeigen auf der Regelspur Gotha Zweirichtungszüge, die Mitte der 60er Jahre nach Dresden abgegeben wurden, und die Altbaufahrzeuge auf der Schmalspur. Ein Blick aus dem Hotel Kongress auf das Stadtzentrum. Für den Bau der Pferdebahn verwendete man eine Spurweite von 3 englischen Fuß, das entspricht 915 mm. Eine schrittweise Spurerweiterung auf angestrebte 1000 mm endete vor dem Ersten Weltkrieg bei 925 mm. Dabei blieb es dann bis zur Einstellung des schmalspurigen Betriebes im Jahre 1988. Für die Regelspur waren bis 1975 Gotha-Züge vorhanden, die ab 1969 schrittweise durch Tatra T3D ersetzt wurden. Auf den regelspurigen Strecken sind nun ausschließlich Tatra T3D im Einsatz.
An der Zentralhaltestelle trafen sich die schmalspurigen und die regelspurigen Linien. ...1974 gab es die schmalspurigen Linien 1, 3, 4, 8 und 9 sowie eine Einsatzlinie und die regelspurigen Linien 2 und 5 sowie deren Einsatzlinien 21 und 51. Bis zur Haltestelle Industriewerk in Schönau verlief die Strecke nach Sigmar zweigleisig in Mittellage. Danach war sie eingleisig in Seitenlage gebaut worden. Die Züge kreuzten planmäßig an Ausweichen an den Haltestellen. Die Endschleife in Sigmar hatte schon eine eher ländliche Umgebung. Die Linie 8 zur Weststraße war Straßenbahnfreunden durch die Kassbergauffahrt bekannt. Über Serpentinen mit einer maximalen Steigung von 64 Promille
ging es zur Weststraße hinauf. An der Endstelle wurde im Gleisdreieck gewendet. ...1983 wurde diese Strecke auf Busbetrieb umgestellt. Seit 1968 fuhr die Linie 3 nach Rottluff in einer großen Schleife im Uhrzeigersinn zur Zentralhaltestelle. Auf der Wilhelm-Pieck-Straße fuhr dieser Zug nach Rottluff. Der Gegenzug biegt in Richtung Zentralhaltestelle ab, bevor drei Generationen ungarischer Icarus-Busse die Kreuzung passieren. Besonders in der Limbacher Straße war die Streckenführung kurvenreich, aber ohne große Höhenunterschiede.
Kurz vor Erreichen der Endschleife in Rottluff wurde eine Güterbahnstrecke unterfahren. Hier entstanden neue Bahnsteige für die Regelspur an der Zentralhaltestelle. (1977) wurden die Linien 1 und 3 als Linie 3 von Sigmar nach Rottluff zusammengefasst. Der Abschnitt von der Zentralhaltestelle nach Sigmar wurde bis 1981 durch Busse ersetzt. 1988 wurde der Schmalspurbetrieb insgesamt aufgegeben.